Und damit herzlich willkommen zu Victoria 3 und ja, einer weiteren Folge von Ich gegen das Kriegssystem in diesem Spiel. Naja, wir schauen mal, vielleicht kriege ich es ja doch noch gebacken, also mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Klar kann ich mehr Truppen hinschicken, aber warum jetzt hier Südkamerun, also respektive Fang, mit einer 63er Defense unterwegs ist, frag ich mich ja schon bei einem fucking Aufstand. Irgendwie ein bisschen komisch. Vielleicht bin ich allein damit, aber ein bisschen komisch. Damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ja, verteidigen wir eben dort. Verteidigen dort, schauen, dass die mehr Verluste haben als wir. Liegt es an dieser Plänkler-Infanterie? Ist die eigentlich keine gute Angriffsinfanterie? Liegt es daran vielleicht? 30 Offensive, während die Linieninfanterie nur 20 Offensive hat. Also so ganz komme ich jetzt nicht dahinter. Immerhin verlieren sie mehr Kriegsmüdigkeit als wir. Immerhin das, weil die jetzt natürlich langsam aber sicher auch Leutchen verlieren. Haben wir irgendwann mal eine Schlacht gewonnen? Das ist einfach interessant. Die zerstören uns ohne Ende. Kann man hier irgendwas rauslesen? Also ich finde es ein bisschen interessant, muss ich sagen. Ein bisschen interessant finde ich es. Elektrischer Telegraph, das ist jetzt gar nicht schlecht. Das könnte dem Ganzen hier einmal helfen. Was nehmen wir denn als nächstes? Dann nehmen wir hier das Siemens-Martin-Verfahren. Das ist immerhin auch für das Stahlwerk von Nutzen. Und das schadet bestimmt nicht. Und ja, wir werden hier wahrscheinlich niemals irgendwas Tolles reißen. Gewinnen jetzt sogar noch mehr Leute. Let me guess, we lose it. Ja, bisher haben wir sage und schreibe alles verloren. Eins nach dem anderen kriegen wir hier auf die Mütze. Müssen wir nochmal was mobilisieren, so wie es aussieht. Was haben wir denn überhaupt noch? Das ist die andere Frage. Ich meine, 26, das ist ja gleich wieder so heavy. Dann haben die doch überhaupt nicht. Die haben doch dann hier überhaupt nicht die Möglichkeit. Bedenken und Einwände. Regierungserklärung. Ja, wir müssen nichts unternehmen. Wir akzeptieren, dass die Südstaatenpflanzer nicht sich wohlfühlen. Na gut, wir hauen jetzt mit William Shubrick noch einen raus, der hier die Front verstärken soll. Weil wenn das auch nicht klappt, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich tun soll. Anscheinend ist ja hier Fang ist absolut technisch überlegen, so wie es aussieht. Sorry about that. Oder ich mache hier was Grundlegendes verkehrt. Vielleicht kann es mir irgendeiner erklären irgendwann mal. Jetzt schicken wir wahrscheinlich diese 26 Dödelmeier da noch hin. Und ja, die machen es dann auch nicht besser. Weil dann heißt es auf einmal, wir haben keinen Nachschub mehr. Blöd gelaufen, Junge. Safe, dass das kommt. Wir haben keine Moral, weil wir keinen Nachschub haben. Safe. Psychologische Kriegsführung. Eine Affäre zwischen Bildad Thatcher und dem Partner von Aaron Alger ist uns zu Ohren gekommen und droht nun, sich auf sein öffentliches Ansehen auszuwirken, wenn wir den General nicht absitzen. Wir brauchen nach wie vor einen General und das ist eine persönliche Angelegenheit. Ja, wir können solchen nicht trauen. Bildad Thatcher. Ist das einer von uns, der gerade dort unten kämpft, ist gerade schlecht, muss ich sagen. Denn es wäre irgendwie schön, wenn er weiterkämpfen würde, wenn es eh schon nicht läuft. Ich meine, bisher alles verloren. Razzi, fazzi, alles verloren. Es ist doch nicht zu glauben. Meine Güte. Wahrscheinlich haben sie noch eine richtige krasse Marine. Kann das vielleicht sein? Nein, immerhin das. Was haben wir hier? Ein Verteidigungspakt von der Hudson Bay Company. Ja, das können wir sogar annehmen. Das klingt gar nicht schlecht. Das ist ja uns im Norden. Das ist gut. So, jetzt haben wir hier 44 Kollegen. Warum kämpfen nicht 44 Kollegen dort? Warum nicht? Ich will es doch nur verstehen, Alter. Aktive Schlachten. 3 gegen 8. Natürlich verliert der. Warum? In Gottes Namen, warum ist das so? Huch, das ist alles ein bisschen frustriert. Ich kann nicht ablesen, was ich tun soll. Ich meine, mehr wie Leute an diese Front hinschicken, werde ich ja wohl nicht machen können. Oder? Bin ich jetzt da so falsch? Und wieso gewinnen die dann, wenn die angreifen, dauernd und ich nicht? Immerhin tickert deren Kriegsticker schneller runter. Deswegen werden wir es wahrscheinlich trotzdem reißen. Naja, sitzen wir es eben aus. Wir sollten mal wieder was bauen. Aktuell haben wir das ein bisschen vernachlässigt. Was haben wir denn hier, was ein bisschen Bedarf hat? Transport. Ja, Hartholz ist ein Problem. Mhm. Gut, daran soll es nicht scheitern.
Holzfällerlager kriegen wir schon noch rein. So, dann schauen wir unseren Holzfällerlager an, die wir da neu dazu gebaut haben, dass auch Hartholz, nicht Harzholz, das ist was anderes, produziert wird. Ne? Schauen wir mal, hat sich schon soweit reguliert. Immerhin, ja, 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 das ist okay. Blei auf einmal wegen der Munitionsfabrik, ja, das ist auch rudimentär tatsächlich. Aber hier hätten wir die Dampfhilfsaggregate freigeschalten. Und das war, glaube ich, auch Dampfhilfsaggregate Teil einer Quest, genau. Zumindest wenn wir in den Minen mal reinschauen. Was macht das denn? Verbraucht sehr viel mehr Kohle und natürlich auch Motoren mittlerweile. Okay, alrighty then. Aber wir brauchen viel weniger Arbeiter dadurch. Na gut, dann wird es, glaube ich, Zeit, noch ein paar Motorenwerke auszubauen. Dann machen wir mal 3 hier dazu. Ich predikte jetzt einfach mal, dass die Stahlproduktion damit auch eventuell in die Knie gezwungen wird. Zumindest so, wie sie aktuell dasteht. Beziehungsweise stimmt gar nicht, der Spot billigt der Stahl. Dann war es sowieso der richtige Move, das aktuell zu tun. Die unproduktive Handelsroute... Ist das so? Ja, dann hauen wir die mal raus, denn die brauchen wir jetzt bald eh mehr. Marktzugriffe sind noch ein bisschen ein Problem. Hier zum Beispiel könnte es noch eine Eisenbahn geben. Gold einlagern, ja, ich weiß, da können wir gerade nichts machen. 5 Flottillen in der Reserve. Würde jetzt gerne den Krieg in Afrika beenden, wenn ich ehrlich bin. Das wäre mir persönlich ganz recht, aber jetzt haben wir wieder das Problem, dass der ganze Käse hier wohl nicht auf 0 runter oder unter 0 rutscht. Aber wir könnten einen Friedensvertrag vorschlagen. Und damit hat sich's erledigt. Gott sei's gepriesen und gepfiffen und wir sind immer noch hier. Wir sind immer noch hier am Start. Wir können das hier schon mal inkorporieren. Das ist vielleicht ganz gut. Okay, was war zur Hölle war das, wenn ich mal fragen darf? Was zur Hölle war das? Wieso war ich nicht in der Lage, dieses Dorf zu zermalmen? Werde ich wenigstens in der Lage sein, dieses Dorf hier zu zermalmen? Das frage ich mich. Das ist nämlich das Nächste, was wir machen. So, mir reicht es nämlich. Ich will hier Krieg und wie, so, wie ich will. Ein Diplomatie-Spiel. Start erobern. Okay, lauter kleines Gemüse und wir könnten sogar... Tja, da ist wieder die Frage. Schließt sich wieder jemand an, ja oder nein? Und wir mobilisieren aber jetzt mal in rauen Mengen. Alles, was sich Berufssoldaten schimpft auf jeden Fall. Und beim Diplomatie-Spiel, die sind alle da drüben. Sollen wir diesmal die Briten mit reinnehmen? Einfach nur, damit sie nicht bei den anderen sind. Das frage ich mich ein bisschen. Sollen wir denen der Verpflichtung Regime wechseln? What? Sklaverei-Ächtung. Ein anderes Land zwingen? Die rückständige und unmenschliche Praktik? Ja. Dann machen wir das. Wenn die damit fein sind und auf unsere Seite kommen. Also ich weiß es nicht, aber Sklaverei-Ächtung anbieten, haben wir gemacht. Ja, da sind sie doch schon. Also, es geht doch. So, schon. Oh. 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 Was ist denn mit Russland eigentlich los, wenn ich mal fragen darf? Warum hat Russland jetzt auf einmal Business bei uns? Wobei ich sagen muss, vor den Russen, wenn die Briten bei mir dabei sind, muss ich jetzt, also ganz, so ganz ehrlich, da habe ich jetzt gar nicht mal so viel Schiss. Die russische Armee, in allen Ehren, das sind viele, aber bestimmt nicht tolle. So, ihr greift mal mit einem an, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und dann schauen wir erstmal, ob wir es mit unserer reinen Berufsarmee reißen oder ob es wieder völlig in die Hose geht, so wie die ganze Zeit schon. Erste Hilfe könnten wir machen, dafür bräuchte man allerdings Opium, hat keine Sau, hat Opium. So, die Motorenwerke sind einmal durch, da könnt ihr gleich mal reinschauen. Wie denn so die Situation hier ist, hat das Ganze auf jeden Fall, ja natürlich, macht natürlich die Motoren auch günstiger. Stahl, vielleicht sogar ein bisschen zu teuer der Stahl, also 1-2 Stahlwerke nochmal rein ins Game, beziehungsweise die vorhandenen Stahlwerke dann doch nochmal anpassen. Können wir nicht. Das ist schon das Maximum. Da oben wird es dann teuer in New York, generell teuer, aber dann eben New Jersey nochmal mit 3. Und der Krieg eskaliert. Es ist nichts Wesentliches mehr dazugekommen, außer Russland. Die schicken natürlich nochmal schön Truppen an die Front. Diesmal schicken wir vielleicht unsere Marine auch raus. Invasion, Konvois. Eine Marineinvasion, interessant. Vielleicht muss der Krieg erstmal starten, um sowas dann zu generieren. Okay. Da haben wir einen schönen Krieg. Konvois überfallen.
Oder eine Marineinvasion. Marineinvasion, interessant. Küste patrouillieren. Konvois eskortieren. Konvois überfallen, wenn ich das jetzt hier mache. Vielleicht kommen die Russen dann gar nicht rüber. Ich weiß jetzt nicht, wie das Ganze hier funktioniert. Okay, ab geht die wilde Fahrt, würde ich mal sagen. Wir rücken anscheinend schon ganz gut vor. Ja, schaut gut aus. Die Frage, da unten sind schon Briten. Hallo Briten. Sehr gut. Warum haben die auf einmal 40 Truppen? Alter. Und hier oben nur 5. Ja, okay, das müsste dann immerhin schnell gehen. Darf ich mir endlich mal eine Schlacht anschauen, wo ich als Sieger vom Feld gehe? Es ist ja herrlich. Ja, die sind trash, die anderen. Aber wieso kämpfen immer nur 3? Das kapiere ich nicht so ganz. Ach, hier kämpfen wir auch schon gegen Russland. Interessant. Ah, die kriegen es nicht gebacken. Sehr gut. Klasse, Junge. Klasse, Thomas. Jessup. Da schaut der Lavre Golozin aber ganz schön alt aus der Wäsche mit seinem Zylinder, ne? Ach, gesagt, ey. Was ist denn los mit euch? War so dermaßen über dieses Dorf drüber. Das hat noch keinen Ausdruck dafür. Geld machen wir auch. Also bisher läuft es ganz gut. Dieser Krieg ist jetzt nicht der teuerste. Hier mit dir, Kollege. Ja. Haben die anderen alle ihre Marine hier rausgeschickt? Kann das gerade sein? Da würde ich nämlich mal gerade ganz kurz was ausprobieren wollen. Wie denn so eine Marine-Invasion ausschauen würde. Shubrick. Das war aber ein General. Achso, das muss ich dann auswählen, welcher General da dann die Marine-Invasion tätigen möchte. Okay, okay, okay. Got it, got it. Hier die Briten als Sieger. Hier kämpfen mal 26 gegen 3. Jawohl, so wollen wir das sehen. Was war denn los in diesem afrikanischen Dorf? Also, no disrespect, aber wahrscheinlich muss ich auch ein paar Sachen erstmal inkorporieren, bevor es dann richtig losgeht. Wo ist meine Marine-Invasion? Hallo? War jetzt, glaube ich, doch gar nicht so schlecht, die Kollegen mit reinzuholen. Wieso habe ich hier 186? Ah ja, die Großbritannien ist noch mit dabei. Alrighty then. Meine Marine-Invasion? Aha, das war wohl das hier. Oder? Zumindest habe ich hier drauf gedrückt gehabt. Aber generell die Briten sowieso unaufhaltsam da unten. Herrlich. Herrlich, das läuft doch absolut nach Plan. Hey, wir bauen ja gar nichts. Das ist dann doch ein Umstand, der muss ja nicht unbedingt sein. Wenn schon alles läuft, Schwefel ist ein Thema. Weil da haben wir schon Dampfhilfsaggregat, können wir natürlich noch benutzen. So, unser Krieg, der läuft ja eigentlich gar nicht schlecht. Nur eine dumme Sache ist mir gerade aufgefallen. Freunde, ich hab's versaut. Mehr oder weniger, es war auf alle Fälle ein Missplay. Ich habe ja bei den Kriegszielen nur Sonore angegeben und habe dann im diplomatischen Spiel es verpasst, noch mehr anzugeben. Das heißt, wir kämpfen aktuell um eine einzige Region und für die Briten ächten wir noch die Sklaverei in Neugranada. Das war jetzt ein bisschen für die Katz. Wir nehmen aktuell auch sehr viel Geld ein. Ich weiß nicht, warum ich da noch nicht reagiert habe. Das schreit nach einem neuen Bausektor, beziehungsweise ja, Gusseisen ist überall. Dann machen wir doch hier noch einen mit rein und hier noch einen mit rein. Und schauen, wo die Reise dann hingeht. Dann bringen wir den Krieg in Gottes Namen zu Ende, so wie es sein soll. Zumal es ja auch nach einer schnellen Kiste für uns aussieht. Also so wie ich hier gerade voranschreite, sieht das Ganze doch nett aus. Und genau so soll es doch dann sein. Jawohl, schön einmal rein. Wir haben Offensive 74, die haben Defensive 16. Aus den Weg. Kann ich da nur sagen, aus dem Weg, Junge, du stehst im Weg. So, ja. Und unser Bausektor ist schon erweitert, eigentlich, Tatsache. Und trotzdem nehmen wir noch so viel Geld ein. Ja gut, war ja nicht ganz ausgelastet, baut gerade der Bausektor. Anarchismus freigeschalten, interessant. Dann machen wir Virginia noch einen Bausektor dazu, da müsste er wirklich reichen. Markttechnisch, Luxus, Luxus, Luxus. Hier echt gut dabei. Für das, dass wir unsere gesamte Berufsarmee ausgehoben haben, sind die Güter der Militärwaren echt nicht schlecht dabei. Auch das hier ist alles im Rahmen. Ich meine, wir können noch ein paar Lebensmitteldinger rausklatschen. Ein bisschen Tuchfabriken, also Kleidung respektive. Dann machen wir das doch. Dann machen wir noch ein bisschen Tuch. Wenn in New York das Ganze sogar noch erträglich ist, bauen wir es natürlich gerne da. Massachusetts, können auch nochmal 2 bauen, das wir für Tuch. Und die andere Sache war Lebensmittel. Wo haben wir denn schon die meisten? Kentucky, und da geht's auch noch. Wollen wir noch 3 in Kentucky und 2 in Tennessee. Während wir hier diesen Krieg aber mal sowas von kaputt dreschen. Uns hätte schon das gesamte mexikanische Gebiet gehören können. Aber gut, dann halt beim nächsten Mal. Ich habe auch eine Idee in der Zwischenzeit. Jetzt warten wir erstmal die Wahl ab, dass wir das nächstes gerade reinkicken.
Whig-Partei, mal wieder unnachahmlich die Whig-Partei, die hält sich hier aber dermaßen stabil, die Kollegen. Sind nur noch die Intellektuellen in der Whig-Partei? Interessant, und trotzdem gewinnen die so? Können wir hier nicht irgendjemanden dazu holen, der Sinn macht? Nein, gar keiner. Nö, okay. Dachte ich, frag mal. Nö, 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 nö. Gut, dann lassen wir's. Ja, meine Idee ist dann, wenn dieser Krieg jetzt hier zu Ende ist, dass wir uns gegen Südamerika einmal konzentrieren mit unserem Militär. Ihr seht schon, ich habe jetzt gerade ein bisschen Blut geleckt, ich bin ehrlich. Und dass wir da Dominions erzeugen, denn ich hoffe und denke, dass Dominions auch denselben Markt wie wir teilen und dass wir dadurch natürlich einen größeren Marktzugriff insgesamt haben. Wäre doch eine schöne Sache, wenn wir gesamt Südamerika ja, als Untertan hätten. Die finsteren satanischen Mühlen. Oh, und da ist die Kapitulation mitten, wo ich gerade loslegen wollte. Ein Moment. Ein Moment. Eine Interessensgruppe Landbewohner ist unzufrieden, dass, ja, die Industriellen ein Teil der amerikanischen Regierung ist. Junge, die wurden gewählt. Soll ich mich jetzt gegen das Volk stellen, gegen den Willen des Volkes? Ich denke nicht. Fabriken und Bauernhöfen müssen denselben Stellenwert in Zukunft der Vereinigten Staaten haben. Was macht das? Regierungskonflikt, minus 25% Autorität. Wir dürfen nicht jene vergessen, die die Stadtbewohner ernähren. Aha. Ob es einem gefällt oder nicht, die Industrialisierung ist die Zukunft. Und das wählen wir natürlich auch. Klare Angelegenheit. So, jetzt haben wir hier, ja, immerhin haben wir die Kollegen 2 geteilt. Es ist unfassbar dämlich, wie es nur dämlich sein kann. War ein Misplay von mir. Jetzt bin ich mit Russland aber noch im Krieg. Oder mit denen. Russland ist noch voll am Start. Wo seid ihr denn? Finden hier noch irgendwo Kämpfe statt? Die sind mit uns de facto noch im Krieg. Können wir das beenden? Vielleicht, eventuell? Ist es vorbei? Der Krieg ist vorbei. Hallo? Zumal sich ja anscheinend auch überhaupt kein Kriegsscore hier runtertickert. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Ich möchte auch ungern Kriege oder, ach, die Briten kämpfen noch gegen die Kollegen, oder? Ja, die sind noch dabei. Ja, das wäre eigentlich eine nette Angelegenheit. Na, sollen wir jetzt eine Naval Invasion machen nach Russland? Sollen wir das mal probieren? Lust hätte ich ja. Marineinvasion, dieses Dorf hier hoch, William Shubrick, kannst ein bisschen kämpfen, schauen mal, was passiert mit dem guten Kollegen. Der arme Kerl, der muss jetzt ein bisschen herhalten, um so einen kleinen Test zu machen, wie denn die Naval Invasions aussehen. Auf der anderen Seite, Moment mal, wir können doch einfach kapitulieren, denn die haben ja überhaupt keine Kriegsziele gegen uns. Das machen wir doch einfach. Wir kapitulieren, lass gut sein. Wir haben nichts. Da ist nichts. Da ist nichts bei uns, was man holen konnte. Die haben ja kein Kriegsziel. Die waren einfach nur beim diplomatischen Spiel dabei. Von dem her alles in Ordnung. Reicht für mich. Zu der Kriegsführung habe ich mich noch ein bisschen reingelesen, wie das Ganze funktioniert. Und das Problem, was wir in der letzten Folge hatten, in Afrika, ist A, wir haben zwar jede Menge Soldaten dort gehabt. Problem ist aber, die Infrastruktur ist sehr schlecht. Und die Grenze, also die Front, war sehr klein. Deswegen kommen nicht alle gleichzeitig rein. Das war ein Denkfehler von mir. Dennoch war es der richtige Move, weil sie sich dann irgendwo, auch wenn wir jede Schlacht verloren haben, mehr oder weniger, aufgerieben haben. Und dadurch ging der Kriegsticker dann irgendwann für die runter und so weiter. Und deswegen ging das jetzt hier alles so schnell, denn wir hatten eine sehr, sehr lange Front und konnten dementsprechend unsere gesamte Armee effizient einsetzen. Und das Weitere ist natürlich, wir müssen ein bisschen mehr drauf schauen, welche Traits die einzelnen Leute hier haben, ob sie in der Offensive gut sind, ob sie in der Defensive eher gut sind. Da habe ich jetzt noch gar nicht ehrlicherweise zu viel nachgeschaut, aber Paradox-typisch habe ich einen Fuck auf alles gegeben und trotzdem hat es funktioniert. Liegt vielleicht daran, dass die Amis ein bisschen stark sind, kann auch sein, aber alles in allem läuft der Hase hier jetzt schon. Trotzdem natürlich gut im Hinterkopf zu behalten, dass das Ganze auch so besser Hand zu haben ist. So, das nächste ist dann natürlich hier vielleicht, dass wir hier unten anfangen mit diesen Dominions zum Beispiel. Wobei, das ist sogar Großbritannien, interessant. Guatemala, sowas in die Richtung, dass wir sowas dann in den Dominion-Zwang einmal reinholen. Da werden wir uns dann beim nächsten Mal noch Gedanken machen. Ja, meine Freunde, bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Macht es gut. Ciao, ciao.